Jo, heute schon wieder ein Video zu meiner Grafikkarte und zwar geht es heute darum, was eigentlich die Übertaktung bringt. Ich wurde jetzt gefragt, ob es sich wirklich lohnt, eine übertaktete Grafikkarte zu kaufen und was das überhaupt bringt, wie viel Unterschied es macht zu dem Standardtakt. Und Gainward liefert auf der CD, die mitkommt mit der Grafikkarte, so ein praktisches Tool mit. Das seht ihr hier gerade im Hintergrund. Und da kann man ganz einfach dann rumstellen am Takt oder an der Lüftergeschwindigkeit, also ganz easy übertakten oder auch untertakten. Und das habe ich heute mal gemacht. Und da habe ich getestet, was denn der Unterschied jetzt ist zu der normalen Grafikkarte, also der Standard-Grafikkarte GTX 1070 mit dem Standardtakt, zu der Golden Sample, die ich habe, und zu der Ghost Like Hell, also nochmal eine Variante, die ein bisschen höher taktet. Und der Grafikspeicher taktet da auch noch ein bisschen höher. Und da habe ich heute die Unterschiede getestet mit dem Tool. Ich habe dann nochmal online geguckt, wie viel der Unterschied beträgt. Bei der normalen Grafikkarte sind es 1506 MHz beim Chip und bei dem Grafikspeicher 8 GHz. Bei der Golden Sample, die ich habe, sind es 1632 MHz und 8000 MHz beim Grafikspeicher und bei der Ghost Like Hell sind es 1670 MHz und 8,5 GHz beim Grafikspeicher. Getestet habe ich zum einen Hitman und zum anderen Rainbow Six Siege und zwar deswegen, weil die integrierte Benchmark-Tools haben und man so immer gute Ergebnisse beim Benchmark bekommt. Und bei Hitman sieht das folgendermaßen aus. Ich habe hier links den Standard-Takt, in der Mitte die Golden Sample und rechts die Ghost Like Hell. Seht ihr hier Full HD, 1440p und 4K. Die Zahlen, das sind immer die FPS. Und die Prozentzahlen, die ihr seht, das zeigt den Zuwachs an Leistung an. Das heißt, wir haben hier beim Standard-Takt bei Full HD 90 FPS, bei der Golden Sample 94 FPS und bei der Ghost Like Hell auch 94 FPS. Und die Prozent, das heißt 4% schneller. Die Golden Sample ist jetzt 4% schneller als der Standardtakt. Die Ghost Like Hell ist auch 4% schneller. Wir haben ja den gleichen FPS-Wert bekommen. Das heißt auch 4% schneller als der Standardtakt und 0% schneller als die Golden Sample. Bei 1440p haben wir beim Standardtakt 70 FPS, bei der Golden Sample 72 FPS und bei der Ghost Like Hell 75 FPS. Das heißt, die Golden Sample ist 3% schneller als der Standardtakt und die Ghost Like Hell ist 7% schneller als der Standardtakt und 4% schneller als die Golden Sample. Bei 4K haben wir 40 FPS beim Standardtakt, 42 FPS bei der Golden Sample und 44 FPS bei der Ghost Like Hell. Das heißt, wir haben 5% mehr Leistung bei der Golden Sample im Vergleich zum Standardtakt und 10% bei der Ghost Like Hell im Vergleich zum Standardtakt und 5% mehr im Vergleich zur Golden Sample bei der Ghost Like Hell. Bei Rainbow Six Siege haben wir beim Standardtakt 172 FPS bei Full HD, bei der Golden Sample 179 FPS und bei der Ghost Like Hell 187. Heißt, wir haben 4% mehr Leistung im Vergleich zum Standardtakt bei der Golden Sample, 9% bei der Ghost Like Hell im Vergleich zum Standardtakt und 4% im Vergleich zur Golden Sample. Bei 1440p haben wir 110 FPS, 115 FPS bei der Golden Sample und bei der Ghost Like Hell 121 FPS. Das heißt, die Golden Sample ist 4% schneller und die Ghost Like Hell 10% schneller als der Standardtakt und die Ghost Like Hell ist 5% schneller als die Golden Sample. Bei 4K haben wir 56 FPS, 59 FPS und 62 FPS. Das heißt, die Golden Sample ist 5% schneller als der Standardtakt, die Ghost Like Hell 11% schneller als der Standardtakt und 5% schneller als die Golden Sample. Also, wie man sieht, die Übertaktung bringt was, deswegen habe ich mir auch eine leicht übertaktete gekauft. Die Golden Sample hat ja 1632 MHz anstatt 1506 MHz mit dem Standardtakt. Und man sieht ja, es bringt ein paar Prozent mehr Leistung und das nur für ein paar Euro mehr. Und man könnte die Grafikkarte jetzt bestimmt auch auf 2 GHz übertakten, haben sie glaube ich auch schon gemacht, aber ich will ja jetzt nicht rumfummeln. Je nachdem, wenn man eine Grafikkarte hat wie ich, dann ist es möglich, aber bei anderen Grafikkarten mit dem Standardlüfter höchstwahrscheinlich nicht. Also wenn man keine Angst hat, mit dem Tool am Takt rumzuspielen, dann kann man sich ruhig auch eine Standard-Grafikkarte kaufen und die dann übertakten. Also wenn ich bei meinen Ergebnissen jetzt den Durchschnitt errechne, dann komme ich bei der Golden Sample im Vergleich zur Standardvariante auf 4% mehr Leistung, bei der Ghost Like Hell zur Standardvariante auf 8,5% mehr Leistung, und bei der Ghost Like Hell zur Golden Sample auch auf 4% mehr Leistung. Also man sieht, eine Übertaktung lohnt sich auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es war informativ und hat euch ein bisschen geholfen bei der Entscheidung. Also wer eine Grafikkarte kaufen will, kann sich eine kaufen, die man übertakten kann. Also man kann schon ein paar Prozent mehr Leistung raushauen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video. Tschüss!